Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder 4 Telefonate von 4 Finanzbetrügern, die uns das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Nur, naja, die verraten sich hier in diesen Anrufen wieder ziemlich schnell selbst, was wir da für nette Menschen an der Leitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr nicht euer Geld einzahlen werdet, mit diesen 4 netten Telefonaten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Dalto mein Name. Andrea Dalto mein Name von der Firma AXTRADER für Onlinehandel. Aha, was ist denn das? Und da haben, Sie eine Anmeldung bei uns hinterlassen. Ja. Also Sie haben Werbung angeschaut und da haben Sie Ihr Interesse gezeigt. Aha. Und warum rufen Sie denn an? Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie da eine Erfahrung haben. Und damit ich Ihnen zeigen kann, wie man das Konto aktivieren kann. Das verstehe ich jetzt nicht mit dem Konto aktivieren. Bitte? Das verstehe ich nicht. Also Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Und ja. Da kontaktiere ich Sie gerade an. Aha. Genau. Und da wollte ich Sie weiterhelfen. Wobei denn? Bitte? Wobei denn? Bei dem Konto zu aktivieren. Er ist doch schon aktiv. Sie sind schon aktiv. Ja, na klar. Bei dem AX Trading, Amsterdam Exchange Trader. Na, IQ Trader. Ich meine, dass Sie bei uns den Anmeldung hinterlassen haben. Bei der unserer Plattform. Ja. Ja. Und Sie sind aktiv bei unserer Plattform, meinen Sie? Ja, genau. Das kann doch nicht wahr sein. Na klar. Sonst hätte ich Ihnen gar nichts angerufen. Sie hätten von dem Finanzberater kontaktiert werden. Na, dann soll der mal anrufen, der wollte sich ja eigentlich melden. Ja klar, deshalb bin ich hier, um Ihnen zum zeigen, wie man den Konto aktivieren kann. Na, und Sie werden weiterleiten bei den Finanzberater, Finanzexperten. Ja, aber mein Konto ist schon aktiv. Ich war ja schon eingeloggt. Okay, dann können Sie bei der Google-Webseite gehen und damit ich Ihnen weiter zeigen kann. Weil Sie sind kein Kunde bei uns. Nee, aber ich bin noch eingeloggt gewesen. Genau, aber Sie müssen eine Einzahlung tätigen. Ja, dann bin ich doch automatisch damit Kunde, wenn ich da jetzt schon ein Konto habe. Das heißt nicht, wenn Sie eine Konto eröffnet haben, Sie sind ein Kunde von Kunde. Doch, das heißt das laut deutschem Datenschutzgesetz. Moment mal. Ja. So, das heißt, wenn Sie das Einzahlungen tätigen. Da kennen Sie sich aber schlecht aus. Sobald das Geld hier ist, dann Sie sind ein Teil von unseren Kunden. Nee, das bin ich doch auch so schon. Sobald ich ein Kundenkonto habe und einen Kundenaccount, bin ich automatisch Kunde in einer Firma. Weil das hast du, aber du, verarschst mich doch. Augenblick. Ich verarsche mich. Das ist doch falsch, was du sagst. Das ist doch alles falsch, was du sagst. Ist alles falsch. Ja. Dann machen Sie Ihre Google auf und dann Sie werden. Nee, habe ich keine Lust zu. Mach kein Google auf. Es ist in Ordnung, aber Sie brauchen nicht so weiter reden. Über das Lügner und über das Betrüger. Ja, aber Sie lügen doch. Ich habe doch nicht gesagt, dass Sie Betrüger sind. Fall sind nicht. Sie denn, sind Sie kann, denn Betrüger? Das kann ich Ihnen nicht loslassen, ja? Ja, Sie das, was Sie gerade gemeint haben. Ja, was denn? Was habe ich denn gemeint? Es geht um Geld und nicht um Ihren Spaß, ja? Und ich habe doch schon ein Konto bei Ihnen. Brauche ich doch nicht noch eins. Das ist eine Verarschung von Ihrer Seite an. Nee. Das ist eine richtige Verarschung von Ihrer Seite. Nee, Sie können einfach nur nicht richtiges Deutsch. Nein. Doch. Ja klar, das stimmt, was Sie gerade sagen. Ja, weil aber ich warum auch nicht aus Deutschland? Ja. Ist doch unhöflich sowas. Ich rufe da auch nicht bei Ihnen in der Türkei an und versuch's mal auf Türkisch. Was für eine Türkei? Ja. Was glauben Sie denn? Ich bin gerade in Berliner Böse. Das sind Sie doch gar nicht. Das ist eine Festnummer, das ist eine Büronummer, mein Lieber. Nee, Sie rufen aus der Türkei an. Sie können bei der Nummer, was ich Ihnen gerade angerufen habe, wieder zurückrufen. Nee, das geht ja nicht. Ja, klar geht das. Nee, ist eine gespoofte Rufnummer. Bitte? Ist ja eine gespoofte Rufnummer, die kann man ja nicht zurückrufen. Da können Sie uns zurück anrufen. Nee, bei das geht nicht. Bei 94-303... Die kann man nicht zurückrufen. 00-11-53-64. Also. Was wir brauchen nicht so weiter quatschen über... Mach ich ja nicht. Sie verarschen mich ja. Sie sind ja ein Lügner. Weiter Augenblick, Mann. Sie sind ein Lügner. Weil Sie werden jeden Tag von dem Betrüger anrufen, das ist nicht meine Schuld. Na, aber der bist du doch, der Betrüger. Auf jeden Fall nicht. Doch. Auf
jeden Fall nicht. Da kann ich Ihnen beweisen, dass ich Ihnen... Guck mal, du willst doch bloß die Leute verarschen. Das ist doch albern, was du da sagst. Du machst dich das, doch zum Klaps. Das, was Sie gerade gesagt haben, das ist von Ihrer Seite an. Nee, das ist von deiner Seite. Du bist ja der Betrüger. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber das ist doch kriminell, was du machst. Dann lassen Sie mich Ihre Meinung zu wechseln, dass ich kein Betrüger bin. Na doch, bist du doch aber. Ich bin ein Betrüger, meinen Sie? Ja. Wow, das ist ein Applaus von meiner Seite an. Ja, weil ich das rausgefunden habe, bevor ich Geld einzahle, ne? Ich brauche meine Zeit nicht mit Ihnen verschwinden. Zweitens, wenn Sie... Ja. Wenn Sie echt Interesse da haben... Du bist doch Betrüger. Lass uns das Konto zu aktivieren und fertig schauen, Sie werden von der Finanz später... Bei dir gibt's keine Finanzexperten, bei dir gibt's einfach nur weitere Betrüger in deiner Firma. Arbeiten keine Experten. Das Einzige, wo ihr Experte seid, seid ihr im Betrügen, aber mehr nicht. Ihr klaut den Menschen Geld. Warum macht denn ihr sowas eigentlich? Schauen Sie mal, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Gib mir mal ein Beispiel, ob das Menschen geklaut. Moment. Sie meinen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Was für ein Ding? Sie möchten einen Donner essen, beispielsweise. Du musst mal deine Zähne beim Sprechen auseinanderbekommen. Bitte? Also hier in dem Gespräch hatten wir ja tatsächlich wieder einen von den ganz besonderen, penetranten Betrügern an der Leitung. Also er meint, er ist kein Betrüger. Schön, dass er das meint. Und schön, dass er gleich weiß, dass man hier auf dieser Leitung viele, viele, viele andere Anrufe bekommt. Ja, genau das ist ja das Problem, dass die anrufen, weil keine seriöse Firma ruft euch einfach an und sagt, guck mal, ich hab hier was Schönes für dich, da wirst du reich, da kannst du dir ein tolles Nebeneinkommen aufbauen. Absolut keine Firma der Welt ruft bei den Leuten an und sagt, hier, guck mal, ich hab Geld für dich. Das ist doch absoluter Bullshit, was die da erzählen. Das Schlimme ist, es gibt einfach viel zu viele Menschen, die genau an sowas glauben. Und genau deswegen müsst ihr auf jeden Fall dabei helfen, dass jeder darüber Bescheid weiß. Teilt sehr gerne die Videos mit allen euren Verwandten, Bekannten, Freunden und alle, die ihr so kennt. Auf Social Media, überall, auf allen Kanälen, auf allen Wegen. Erzählt den Leuten davon, dass es solche Maschen eben an der Leitung gibt. Es ist absoluter Wahnsinn. Der hält sich für seriös, redet wie Kakerlaken, King von sonst was und erzählt von irgendwelchen Experten und nuschelt sich da irgendwas ins Telefon. Ja, und dann legt er halt einfach auch auf, ohne sich zu verabschieden. Seriös ist das alles nicht, was hier anruft. Es fängt ja schon damit an, dass die gar keine Erlaubnis haben, hier auf dieser Leitung anzurufen. Sie tun's aber trotzdem. Tja, ich find's einfach nur immer wieder unterirdisch, wie die sich benehmen, aber was soll man dagegen machen? Tja, es müsste dagegen tatsächlich mal was getan werden. Das macht halt nur leider keiner. Es läuft einfach weiter und weiter und weiter. Ja. Und sowas kommt dann dabei raus. Solche netten Menschen, nennen wir's mal, tja, die habt ihr denn da an der Leitung? Es ist wirklich traurig. Wahnsinn. Nun ja, ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Hören wir auch da nochmal rein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Okay, hängt dieser Handy inner ab? Was? Ist das Mario? Herr Kart, nicht Mario. Das heißt Mario Kart, ja? Herr Mario Kart, ja. Mario Kart. Wenn ich nenne Ihnen Mario, das heißt, das ist auch richtig, oder? Nee, Kart ist richtig. Nee? Kein Problem. Dann gucken Sie mal bitte, Herr Kart, mein Name ist Patrick Koch, arbeite an einer Trading-Plattform Bitcoin Smartphone. Sie haben Ihre Daten hinterlassen, um mein Handelskonto zu aktivieren, richtig? Kann ich Ihnen da jetzt Hallo. Können Sie mich hören? Ja. Wie kann ich Ihnen dann da jetzt behilflich sein? Bitte? Wie ich Ihnen behilflich sein kann. Perfekt. Was haben Sie gemacht? Was denn? Okay, haben Sie meinen Wörter verstanden? Ich habe gesagt, dass ich Ihr Account Manager bin. Aha. Und Sie haben Ihre Daten hinterlassen, um mein Handelskonto zu aktivieren, stimmt? Und wie kann ich Ihnen da jetzt behilflich sein? Ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto zu aktivieren, wenn Sie natürlich Zeit hätten. Wieso wollen Sie denn da helfen? Kann man das nicht allein?
Ja, Sie können alleine es alles selbst schaffen, aber gucken Sie mal bitte. Mhm. Das kann ja irgendwelches Problem. Um dieses Problem zu vermeiden, wäre besser, es alles gemeinsam zu machen, oder? Also reden wir über ungelegte Eier. Ja. Aha. Aha. Wie alt sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Um ein Portfolio zu tätigen. Ein was? Eine Folie? Portfolio. Wissen Sie, was bedeutet Portfolio? Portfolio? Können Sie ja gerne mal erklären. Können wir duzen? Nein. Kein Problem. Ja. Wissen Sie, was bedeutet Portfolio? Nein. Warum wissen Sie? Na, woher soll ich das wissen? Entschuldigen Sie mich bitte. Warum wissen Sie nicht? Ja, woher soll ich das denn wissen, was Sie da wollen von mir? Ich will von Ihnen gar nichts. Mhm. Ich möchte einfach mit Ihnen über die Welt, über das Welt einfach besprechen. Aha, und was haben Sie denn davon? Gar nichts. Ich habe gar keine sozusagen viele Zeit, deswegen wollte ich meine Zeit vergeuden. Aha, mit solchen scheißen Personen. Ah? Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Ja, ich habe gefragt, können Sie mir bitte Ihre E-Mail nennen? Nö, Sie sind ja unfreundlich. Also bei solchen Gesprächen fragt man sich doch tatsächlich immer wieder, wie kommen die überhaupt an Geld? Sobald man nicht exakt nach deren Leitfaden antwortet, sind die schon unverschämt. Die werden unverschämt gleich ausfallend, der will doch Geld von mir. Also mal wirklich jetzt. Wir wissen ja, dass das hier Betrug ist. Und der möchte ja mich betrügen. Also mal jetzt mal im Ernst, wenn ich jemanden betrügen möchte und möchte den verarschen, dann fange ich doch nicht an, die Leute zu beleidigen. Also ich meine, gut, das ist ja schön, dass die gleich ausrasten, dass die Betrüger alle eine kurze Leitung haben. Aber mich wundert es tatsächlich immer wieder, dass die grundsätzlich Leute an der Leitung sitzen haben, die absolut unverschämt sind und der deutschen Sprache kaum mächtig. Mit Akzent des Todes, dass man raushört, dass das alles nicht vernünftig sein kann, dann wollen die hier gleich von Anfang an duzen. Ich verstehe es nicht. Also da findet man wirklich kaum noch Worte für, wie das hier abläuft an der Leitung. Da fasst man sich wirklich an den Kopf. Das ist doch der absolute blanke Wahnsinn, oder nicht? Ja, aber sie haben schon bei uns es hinterlassen. Ihr E-Mail ist mario.art@mfg.card. Nicht Mario Art. Ah, @gmx.de, richtig? Nee. Da haben Sie es alles falsch gegeben, oder? Nee. Welche E-Mail haben Sie? Na, mario.card und dann @mdccfun.de. Okay, das ist sehr schön. Mhm. Haben Sie WhatsApp unter diesem Nummer? Nee. Aus welchem Grund? Ja, warum sollte ich eine WhatsApp-Nummer auf mein Festnetz schalten? Macht ja keinen Sinn. Wieso? In unserer Zeit, jeder Person benutzt WhatsApp, oder? Ja, aber doch nicht auf dem Festnetztelefon. Kein Problem, dann können Sie mir bitte irgendwelche Ihre WhatsApp-Nummer nennen und geben, dann werde ich per WhatsApp mit Ihnen weiter kontaktieren. Was meinen Sie? Nee, wozu sollte ich das machen? Wollen Sie auch ein Handelskonto aktivieren? Ja, bei Ihnen wahrscheinlich nicht, so wie Sie sich benehmen. Was habe ich mit Ihnen gemacht? Ich habe einfach mit Ihnen kontaktiert, ich habe Sie angerufen und erkläre, wie es alles funktioniert. Ja. Und benehmen Sie sich schon ein bisschen nebenbei daneben. Haben Sie von meiner Seite irgendwelche schlechte Dinge gesehen? Ja. Welche? Nennen Sie mir haben bitte Sie und ja ich werde es alles ändern. Na, Sie waren doch gleich eingangs beleidigend. Beleidigung? Welche Beleidigung? Ja. Na, da erinnern wir uns mal zurück. Da wollte ich meine Zeit vergeuden. Aha, mit solchen scheiße Personen. Ah? Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Also dieser Typ hat irgendwie eine komplett gestörte Wahrnehmung. Er möchte nicht mit solchen scheiße Personen sprechen. Er ruft aber hier an. Und ist dann der Meinung, er wäre nicht beleidigend gewesen? Schon ziemlich komisch. Also ich weiß mal nicht, was die sich jedes Mal denken. Müssen wir nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Aber sie haben sich daneben benommen und da habe ich keine Lust drauf. Mario, welche Beleidigung? Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe gesagt einfach, dass jede Person in unserer Zeit WhatsApp benutzt. Hat es alles eine beleidigt? Ja. Ja? Dann wollen Sie auch WhatsApp tätigen, dann werde ich Ihnen helfen. Welches Smartphone haben Sie? Android oder iOS oder machen Sie es alles mit Petze? Mit was? Mit einer Petze? Wissen Sie, was bedeutet Petze? Nee. Was soll denn das schon wieder heißen?
Personal Computer. Ach so, dann PC, nicht Petze. Ich habe gesagt Petze. Ne, Sie haben gesagt Petze. Damit gefällt Petze. Ja, was falsch? Ne, das ist nicht falsch. Für mich, das ist richtig. Wollen Sie mich beleidigen? Ne, Sie beleidigen ja mich. Und Sie können kein richtiges Deutsch. Ja, natürlich. Spielt es irgendwelche Rolle? Ja. Welche Rolle spielt das? Nur eine wichtige. Haben Sie etwas gegen Narzissmus? Ja. Was haben Sie? Ja, ich habe was gegen Narzissmus, richtig. Dann schönen Tag für Sie, danke schön, ciao. Ach so, also möchte der Nazi nicht weiter mit uns sprechen. Also das ist ja schon der absolute Kracher, was die sich hier jedes Mal einbilden. Das sind die angeblich seriösen Anrufe, die ihr vom Finanzmarkt zu erwarten habt, wenn ihr euch auf den falschen Webseiten eingetragen habt. Grundsätzlich ist eins schon mal Fakt. Keine seriöse Firma ruft euch einfach so an. Das ist einfach klar. Auch niemand von irgendeinem Trading-Unternehmen ruft euch einfach so an. Entweder ihr habt das gewollt, diesen Anruf bestellt oder eine Werbeerlaubnis erteilt. Aber so wie dieses Gespräch hier zustande gekommen ist und abgelaufen ist, kann das Ganze definitiv von keiner seriösen Firma gekommen sein. Es ist absolut ausgeschlossen. Das ist nur der absolute Wahnsinn, was man sich da jedes Mal geben muss, wenn solche Leute hier bei uns auf der Leitung ankommen. Tja. Umso besser, dass wir die Gespräche mitschneiden und euch zur Verfügung stellen, damit ihr wisst, was passiert, wenn man sich bei solchen Webseiten einträgt. Da kann man sich das Eintragen auf jeden Fall sparen. Man kriegt über diesen Weg hier mit, was da wirklich für Kreaturen an der Telefonleitung sitzen. Ich find's immer wieder unterirdisch. Die beleidigen einen und wollen dann einfach danach weiterverkaufen. Also welcher normale Mensch hätte jetzt hier nicht eigentlich einfach schon direkt aufgelegt? Normalerweise sollte man das auch definitiv tun. Solltet ihr mal so einen Anruf, aus Versehen, warum auch immer, auf eurer Leitung haben, legt am besten direkt auf. Denn es führt zu nichts Gutes, wenn ihr euch mit solchen Leuten unterhaltet. Das Problem ist, man wird die danach leider auch nicht mehr los. Tja, die beste Lösung, die man da haben kann, ist, sich entweder einen Spamfilter einzurichten, Nummern aus dem Ausland blockieren oder ja, die Telefonnummer wechseln. Das ist allerdings in den seltensten Fällen einfach so kostenfrei. Tja. Was macht man da am besten? Das ist hier die Frage. Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Kommen wir mal zum nächsten Betrüger in der Leitung. Entschuldigen, die Verbindung war kurz weg. So, ja. Nochmal bitte. Das beste Programm, das wir haben, dauert so 2 Monate lang, ist natürlich sehr effektiv und ist einmalig. Das bedeutet, Sie brauchen das nicht mehr zu wiederholen. Das enthält von Postovid so 6 Packungen, wo Sie aber selber nur 4 bestellen. Und 2 erhalten Sie gratis von uns. Im Total für 196 Euro, ohne Lieferungskosten. Ja, aber oder ich will das die auch verteilen, dann brauche ich die doppelte Menge. Hier haben wir tatsächlich mal wen anders an der Leitung. Nicht die Finanzbetrüger, sondern die Betrüger, die euch ja unseriöse Pillen zuschicken. Tja, man trägt sich auch hier einfach nur mit seinem Namen und der Telefonnummer ein und schon klingelt spätestens 10 Minuten später das Telefon. Und dort habt ihr dann genau solche Leute an der Leitung, die exakt den gleichen Akzent haben wie die Betrüger vom Finanzmarkt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile aus den gleichen Callcentern passiert, ob das die gleichen Leute sind. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn, dass jetzt schon wieder solche Leute anrufen, wenn man irgendwas bestellen wollte. Ja, also grundsätzlich ist das hier tatsächlich erstmal kein illegaler Werbeanruf. Wobei doch, grundsätzlich müsste auch das ein illegaler Werbeanruf sein. Denn ihr habt ja nur euren Namen eingegeben und eure Telefonnummer und seid dann auch weitergegangen. Und ihr dachtet erstmal im ersten Moment, ihr kommt dann zur nächsten Seite, um dann diese Pillen zu bestellen. Und dann habt ihr solche Leute hier an der Leitung mit diesem netten Akzent, die euch dann den nächsten Quatsch verkaufen wollen. Absolut unterirdisch. Hier in diesem Gespräch ist es leider mittendrin erst begonnen, dadurch, dass auch diese Betrüger immer wieder mit verschiedenen Telefonnummern anrufen, ist es fast unmöglich, den Anfang und das Ende von einem Gespräch zusammenzufügen, wenn die Leitung mittendrin unterbrochen ist. Denn wenn man jedes Mal mit einer verschiedenen Telefonnummer anruft, mein System aber die Telefonnummern als Audiodateinamen nutzt, ist es einfach nicht mehr möglich, das miteinander zusammenzufügen, wenn die Leitung eben abgebrochen ist.
Ja, also auch das hier, der absolute Wahnsinn. Auch die rufen mit gespooften, also gefälschten Telefonnummern bei euch an, um euch dann irgendwelche komischen, nicht funktionierenden, im besten Fall, im schlimmsten Fall schädlichen Kapseln zu verkaufen. Jawohl, das können Sie auch so meinen. Ich meine, das Produkt verteilen, kein Problem. Aber das Angebot kommt so, ich meine, 4 plus 2 Packungen geschenkt, in total für 196 Euro. Oder das Basiskurs, das hält, also enthält 4 Packungen Postovit, wo Sie 3 kaufen, die 4. bekommen Sie gratis, für 147 Euro. Beide sind sehr effektiv, aber natürlich das Beste für Sie wäre auch das Volle, ja? Ich meine, dass es auch mehr Einheiten hat, mehr dauert und die Effekte werden bei Ihnen für eine sehr lange Zeit gesichert. Das ist am wichtigsten. So, sagen Sie mir bitte, so, wo bekommen Sie das Produkt? Erstmal die Postleitzahl, bitte. Na, kann ich das nicht zweimal bestellen? Natürlich, aber dass, wenn Sie das einmalig bestellen, das wird nicht nur wirksamer sein, sondern auch, das wird einmalig und auch finanzielle Konzept, das ist auch billiger, ja? Weil 2 Packungen kommen kostenlos für Sie. Ich oder meine, können zweimal, Sie das Basiskurs machen? 4 Packungen mit 2-mal gratis. Nee. Ach so. Ja, kann auch so gemacht werden, natürlich. Ja, dann machen wir das so. So, für 2 Personen, meinen Sie? So, 2-mal das volle Programm, meinen Sie? Ja, das verteilen wir uns da zwar zu 18, aber ist ja geil. Können Sie mir bitte erstmal die Postleitzahl sagen? Ja, ist die 12055. Berlin, ja? Ja, in Neukölln. Wie heißt die Straße bitte? Das ist die Braunschweiger Straße. Und die Nummer? Das ist die 55. Okay, und was für Name steht auf dem Briefkasten oder an den Klingeln? Ja, genau der gleiche Name, wie Sie da im Computer haben. Okay. Hodensack. Ja. Alles verstanden. So, wir machen so 2 Programme. Sie meinen 2 Programme mit 6 Einheiten? Ja. Im Total, das kostet Ihnen so die 392 Euro im Total. Ja, die sind aber so 12 Packungen Postovit. Mhm. So, können Sie bitte was zum Schreiben holen? Ich meine ein Zettel und ein Kugelschreiber, damit Sie auch unsere Kundenservice-Nummer schreiben können. Und falls Sie etwas benötigen, falls Sie Fragen haben, können Sie bei uns zurückrufen. Ja. Okay. Schreiben Sie bitte 03. 03. 22. 22. 13. 13. 24. 24. 90. 90. 20. 20 habe ich. Können Sie bitte wiederholen? Das ist die 03221324-9020. Ganz genau. So, diese ist die Kundenservice-Nummer. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte zurück an. Und ich wollte auch über etwas Bescheid geben, bitte, weil Sie heute eine neue Kunde bei uns sind. Ist das erste Mal, dass Sie bei uns etwas bestellen. Mhm. So, als ein Dankeschön von unserer Firma können Sie das gleiche Mittel, so Postovit, bestellen, eine Packung zusätzlich für nur 20 Euro. Sind das auch oder Tabletten? Bis zu maximal durch das gleiche Mittel, aber eine Packung zusätzlich meine ich, nur für 20 Euro oder 2 für 40 Euro, 3 für 60 und 4 für 80 Euro maximal. Ja, so, sagen Sie mir bitte, wie viel hätten Sie dazu? So, die 4 dazu hätten Sie auch? Ja, soll der Ball haben. Wunderschön. Also das wäre so insgesamt dann die 16 Packungen. In total wäre das für 472 Euro. In Ordnung? Ja. Alles klar. Also die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, aber das muss ein Visa oder Mastercard sein. Nee, sowas sagen Sie bitte, besitzen Sie eine? Haben Sie keine? Machen wir dann anders. Wann die Ware da kommt, bezahlen Sie auch gleich bei Erfüllung. Kein Problem. Wieder das gleiche Betrag, kein Cent mehr. Darf ich bitte aber so kurz eine Zusammenfassung machen? Ich meine, mit der Adresse sicher zu gehen. Ja. So, ich habe mit Ela Hodensack gesprochen. Sie haben bei uns Postovit bestellt, insgesamt 16 Packungen. Die Bestellung geht unter der Adresse zur Braunschweiger Straße Nummer 55 mit Postleitzahl 12055 in Berlin. Ja. Auf dem Briefkasten steht Familienname Hodensack. Ja. So, die Bestellung wird in 4 bis 5 Tage geliefert. Bezahlen Sie auch gleich, wann die Ware da kommt. In total 472 Euro, also für 16 Packungen Postovit.
In Ordnung? Mhm. Schön, schön. Alles klar. So, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen wirklich viel Erfolg. Und einen schönen Tag noch. Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke, wiederhören. Tschüssi. Ja, auch wenn das Gespräch hier mal nicht ganz so unterirdisch verlaufen ist, wie man das sonst so von den Betrügern gewohnt ist, dass sie einen beleidigen oder, ganz unterirdisch reden. Hier bei denen geht das ja hier tatsächlich sogar so teilweise noch, wie die mit einem sprechen. Der Slang und Akzent, der deutet definitiv schon wieder ganz, ganz stark auf Betrüger hin. Natürlich nichts grundsätzlich gegen irgendwelche Ausländer und auch nichts gegen Akzent am Telefon. Aber es ist schon sehr auffällig, dass die betrügerischen Anrufer alle irgendwie immer den gleichen Akzent haben. Das ist tatsächlich sehr, sehr auffällig mittlerweile. Und auch bei diesen Tablettenverkäufern hier. Die verkaufen einem hier verschiedene Tablettenprodukte am Telefon, die man, eigentlich online bestellen wollte. Erstmal sieht es auf der Webseite so aus, als würde man sich dort ganz normal registrieren, so wie man das eben macht, wenn man was bestellt. Nur hier ist eben der Unterschied, dass, nachdem man eben Name und Telefonnummer eingetragen hat, dass es dann nicht mit der Adresse weitergeht, sondern direkt einer anruft, wenn man auf weiterklickt. Was das hier eigentlich werden soll, weiß ich nicht genau, was das für einen Hintergrund hat, warum man nicht einfach online bestellt. Keine Ahnung, ob das nur seriös vorgaukeln soll oder dazu führen soll, dass man auch hundertprozentig bestellt oder dass man den Bezahlprozess, man hat es ja hier auch wieder gehört, die wollen ja, dass man dann da per Kreditkarte eigentlich bezahlt, dass man das wieder irgendwie sicherstellt, dass der Kunde wirklich auch kauft. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Nur eins ist klar, die Produkte, die die da verkaufen, sind höchst fragwürdig. Also, es sind verschiedene Produkte, was die da haben. Für die männliche Libido, für irgendwelche angeblichen Krankheitsgeschichten, die man damit verbessern kann. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Produkte, was die da haben. Alles ist definitiv unseriös, was dort angeboten wird. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach so, ohne in eine Apotheke zu gehen, ein wirklich vernünftiges Produkt bekommen kann. Da fängt das Ganze ja schon an, dass es hier am Telefon verkauft wird. Nun ja, und ihr habt ja den Slang gehört. Der ist genauso wie bei diesen Telefonbetrügern, die wir bei den Finanzgeschichten haben. Nun ja, schauen wir mal weiter zum nächsten Telefongespräch. Ja, mein kleines Honigkuchenpferdchen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Spreche mit dem Herrn. Honigkuchen, was willst du denn, mein Schätzelein? Spreche mit dem Herrn Angelo Merte. Ja, Herr Merte. Merte. Haben Sie schönen Namen? Ja, schöner Name. Grüß Ihnen, Herr Merte. Herr Merte. Angelo Merte. Oh, ich heiße Antonio De Luca. Aha, okay. Ja, wir haben fast gleichen Namen. Wie geht es Ihnen erstmal? Ja, ganz prima. Freut mich. Also Herr Merte, wie ich Ihnen erzählt habe, mein Name ist Antonio De Luca und ich rufe Sie im Auftrag vom Legacy Financial Consulting. Herr Merte, wie ich hier sehen kann in meinem System, haben Sie vor kurzem Interesse gezeigt, also was heißt vor kurzem? Sie haben mal Interesse gezeigt im Kryptowährungsbereich. Bin ich soweit richtig? Nee. Wissen Sie, was das ist überhaupt? Weil ich habe hier in meinem System Ihre Daten stehen. Nee, das wüsste ich nicht, was das ist. Kann man essen? Nee, das ist virtuelles Geld. Ach so, damit habe ich nichts zu tun. Das ist Online-Arbeit. Haben Sie keine Lust auf Online-Arbeit, Geld verdienen? 2-1-Kampfälle. Nee, ich bin lieber arbeitslos, weil wenn du arbeiten musst, guck mal, so kriegst du doch das Geld vom Staat. Nee, Sie arbeiten selber nicht. Wir arbeiten für Sie und wir erhalten von Ihnen 10% von mir Gewinne. Ja, aber ich halte von Arbeiten nichts. Ja, deswegen, ich sage Ihnen, Sie zum Beispiel, Sie investieren. Aber wenn und Sie arbeiten, dann unterstütze ich doch die ganze Scheiße da. Ich will nicht, dass einer arbeitet. Wie bitte? Ich will nicht, dass einer arbeitet. Arbeiten ist ungesund. Warum denn? Na, weil der Staat bezahlt doch auch alles. Wozu soll ich denn arbeiten gehen? Ja, wenn der Staat alles bezahlt, trotzdem muss man ein zweites Einkommen verdienen. Also muss man also etwas anderes gucken, wo kann man auch verdienen. Nö, ich brauche nichts. Aber warum denn, Herr Merte? Geben Sie mir die Möglichkeit, damit ich Ihnen das mal vorstellen kann. Und dann können Sie. Aber Steuergeld ist doch auch regelmäßig auf dem Konto. Wozu muss ich denn da jetzt noch arbeiten gehen? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 55. 55. Sind Sie Rentner? Nee. Oder noch nicht? Nee.
Man nennt sie arbeitslos? Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV-Empfänger? Ja. Aus welchen Gründen? Na, weil man kann. Man muss doch bloß zum Amt gehen, da so einen Zettel ausfüllen und dann kommt die Kohle regelmäßig jeden Monat. Musst du nicht mehr zur Arbeit. Was bekommen Sie denn regelmäßig? Na, mit Miete alle so zusammen bummelig 900 Euro, das reicht doch. Ja, das stimmt, aber ja. Herr Merte, wäre das nicht vielleicht für Sie besser, wenn ich Ihnen eine Möglichkeit gebe, wo Sie 500 Euro bis 1000 Euro monatlich verdienen können? Och nee, so viel Geld kann ich doch ja nicht ausgeben. Nee, das ist Ihr Gewinn. Ja, aber was soll ich damit? Was sollen Sie damit? Können Sie guck mal, Geld versaut doch die Welt, ist doch alles scheiße. Sind Sie verheiratet, wenn ich fragen darf? Nee, sowas kostet auch bloß alles Geld. Sind Sie ledig? Also haben Sie keine Frau, kein Kinder, oder? Ja, ledig und arbeitslos, so wie sich das gehört. Ja, deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie hier verdienen können... WLAN, das kriege ich alles auf dem Marktplatz bei uns. Das stellt die Stadt jetzt mittlerweile auch noch kostenlos zur Verfügung. Wozu sollst du denn da noch arbeiten gehen? Jetzt habe ich ja sogar meine Internetverbindung zu Hause abbestellt, weil das brauche ich ja nicht mehr. Das kriegst du doch alles gratis in Arschgeschoben in Deutschland. Da haben brauchst Sie du doch nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Oh, Sie haben recht, ja, aber eigentlich... Ja. Ich sage Ihnen, eine zweite Arbeit ist auch gut, verstehen Sie? Nee, ein Job als Arbeitsloser reicht mir schon. Zweimal arbeiten ist mir zu stressig. Ja, das sage ich Ihnen, aber nicht, das ist nicht so eine Arbeit, wo Sie Steuer zahlen müssen oder Sie müssen sich Mühe geben und da ganz Tag stehen. Ach das so. Machen wir für Sie, verstehen Sie? Ach und so, wir halten bei die euch Gewinne. Keine Steuern zahlen? Nee, müssen wir keine Steuern zahlen. Dann müssen wir keine Steuern zahlen. Naja, dann kann man das machen, wenn wir keine Steuern zahlen müssen und dann können wir das machen. Ja, bei uns müssen wir keine Steuer zahlen. Haben Sie vielleicht einen Computer vor sich, Herr Merte? Nee. Nee. Ein Laptop? Nee. Ein Smartphone, Handy? Was das? Handy. Ja, ein Handy, ja. Ich habe hier so ein Nokia 3310. Also ein Smartphone, oder ist das ein altes Handy? Das ist ein altes Klapphandy. Ein Klapphandy? Ja, ist halt noch so, da muss man mit der Klappe so. Oh, wow, das ist sehr schwer, aber hier steht es mein System, Ihre E-Mail. Wie schauen Sie Ihre E-Mails nach? Was denn für eine E-Mail-Adresse? Sowas habe ich doch nicht. angelo.merte@outlook.de. Ach so, wo kommt denn die her? Ich weiß nicht, das muss Ihre sein. Das wüsste ich auch nicht. Ey, seien Sie ehrlich, Herr Merte, tun Sie jetzt selber einen Optum oder wollen Sie spielen mit mir? Na, ich stell dich auf YouTube. Ehrlich? Ja. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Der YouTube-Kanal von mir heißt Callcenter Fun. Und du? Na, immerhin hat er bemerkt, dass er veräppelt wird. Tja, einfach nur Wahnsinn. Natürlich sage ich den Leuten hier nicht meinen richtigen YouTube-Kanal. Ist ja, glaube ich, auch logisch, aus welchem Grund. Damit sie nicht unbedingt genau das Video finden, wo sie mit mir telefoniert haben. Stellt sich auch ziemlich schwierig, denn weil die Anrufe, die sind immer schon ein bisschen älter, also liegen schon zurück, bevor ich sie schneide und bevor sie online kommen, vergeht auch nochmal einiges an Zeit, dadurch, dass der Kanal hier vorproduziert ist. Damit ihr eben auch keinen Abriss in der Produktion habt, wenn ich mal aus gesundheitlichen Gründen, wieso auch immer, oder aus irgendeinem anderen Grund mal ausfallen sollte. Blackout wäre ja auch so ein Thema mittlerweile. Es ist schon absolut Wahnsinn, was man da für Leute am Telefon, an der Leitung hat. Die versuchen euch mit allen Mitteln und Methoden irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Seriös ist das alles nicht. Jeder Anruf, der hier bei mir auf der Leitung ankommt, ist maximal unseriös. Eine Erlaubnis für den Anruf haben sie grundsätzlich nicht. Es interessiert die Betrüger aber auch nicht. Die probieren es einfach mal. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann denkt mal gern ans Däumchen in nördliche Richtung. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.